Die IAA Mobility steht in diesem Jahr ja für so viel mehr als nur Automobilausstellungen. Es geht um alternative Fahrzeugkonzepte, es geht um Nachhaltigkeit und es geht darum, wie kann ich mich im Großstadtdschungel vernünftig bewegen. Und da spielen natürlich elektrisch betriebene Zweiräder eine große Rolle. Und wir sehen hier schon ein irres Modell von Styrion, das sich von vielem anderen unterscheidet, was man, glaube ich, so bisher gesehen hat. Und Felix Brede, hi. Er ist der Entwickler von dieser Idee und das Spannende daran ist, das war seine Bachelorarbeit. Erklär doch mal ganz kurz, Felix. Ja, genau. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Styrion. Wir sehen hier unser aktuelles Modell, das C-Modell. Entstanden ist das Ganze damals in meiner Bachelorarbeit, Ende 2015, war eben die Aufgabe, so ein kleines, faltbares Elektrofahrzeug für den urbanen Bereich zu bauen. Da kam dann ein erster Prototyp raus, der fuhr sich ganz gut und naja, da hat sich das immer weiterentwickelt, hat sich ein Team drum gebildet und mittlerweile sind wir hier mit einem Start-up und haben schon einige Fahrzeuge verkauft und gehen in die Serienproduktion aktuell, genau. Das ist ein Zweirad, das sehe ich erstmal, aber was steckt drin? Ich sehe eine Batterie, da wird wahrscheinlich ein Elektroantrieb auch drin stecken, aber erklär doch mal ganz kurz, wie wirklich die Technik funktioniert. Ja, also wir haben hier grundsätzlich erstmal eine Mischung aus E-Bike und E-Scooter. Wir verbinden also die beiden Vorteile aus den Welten miteinander. E-Scooter ist immer klein und faltbar und leicht und ein E-Bike fährt sich schön stabil und komfortabel und das haben wir eben mit dem Styrion verbunden. Wir haben hier E-Bike-Technologie, genauer gesagt einen knapp 700 Wattstunden großen Akku mit bis zu 50 Kilometern Reichweite. Ich muss nicht mehr treten, ich habe also nur ein Trittbrett und einen Gasgriff. 500 Watt in der Vorderradnabe mit 65 Newtonmeter mit 20% Steigfähigkeit, also schon ordentlich Power im Vergleich zum normalen Pedelec. Das ist also jetzt, das sind jetzt erstmal die Daten. Wichtig ist aber natürlich auch bei sowas, wie nachhaltig ist das Ganze? Und ich sehe hier schon, vielleicht können wir das einmal zeigen, made in Cologne. Also das heißt, das ist richtig, wirklich zu Hause fabriziert sozusagen. Genau, wir produzieren das Fahrzeug in Köln. Das heißt, wir machen die Endmontage und auch die Qualitätssicherung und die Entwicklung direkt bei uns in Köln. Ja. Die Rahmendaten, wie schwer ist es, wie klein kann ich es falten? Weil das gehört natürlich auch viel bei vielen dazu. Ne? Ja, wir haben hier ein Gesamtgewicht von 21 Kilogramm, so wie es hier steht. Und was das Falten angeht, zeige ich dir einfach mal. Ja, mach mal. Also wenige Schritte, erst den Spiegel rein. Okay, ich komme mal hier rum. Dann haben wir hier eine faltbare Hinterachse. Das Hinterrad geht so unter den Rahmen. Dann den gesamten Lenker runter und den Sattel raus. So habe ich eben Maß, was genau in den Kofferraum reinpasst. Ja, also schön kompakt zusammengefaltet. Den bringe ich auf jeden Fall in jeden Kofferraum. Und dann kann ich da im Prinzip sagen, okay, ich fahre irgendwo hin, parke mein Auto, aber so in der Stadt, dass ich vielleicht nicht total hochrende Parkgebühren zahlen muss. Was eh nicht so geil ist, immer mit dem Auto mitten in die Stadt reinfahren, wenn man ehrlich ist. Und packe dann das Ding aus, parke irgendwo draußen und fahre rein, oder? Genau, das ist einer der Anwendungsfälle. Zum Beispiel so. Oder wenn du ein Reisemobilist bist, zum Beispiel packst das Ding hinten in die Garage rein, fährst damit in die City und zurück. Das ist zum Beispiel eine Freizeitanwendung, die gut funktioniert. Aber du kannst es auch einfach so als Add-on nehmen, ne? Und damit durch die Stadt cruisen. Macht super viel Spaß und Laune. Also ist ein gutes Gefährt. Ja. So, er sagt, es macht super viel Spaß und macht super Laune. Das will ich natürlich ausprobieren, wenn wir schon hier sind. Habt ihr ein Gerät da, was ich mal natürlich testen kann? Wir haben hier zwei Tester stehen. Du darfst dir gerne einen aussuchen. Nach dir. Der Styrion. Weiß ist auch genau meine Farbe. Cooles Teil. Jo. Ja, okay. Alles klar. Läuft. Gut. Das kriege ich nur hin selber. So. Und jetzt? Ein paar Sachen gibt es zu beachten. Okay. Also, du siehst hier eine kleine Null. Ja? Ja. Das heißt, der ist im Leerlauf. Der nimmt auch kein Gas an. Gas gibst du übrigens hier mit dem Daumen. Okay. Dann hast du hier zwei Knöpfe. Einmal das Plus und das Minus. Plus damit und Minus, okay. Damit schaltest du die Fahrstufen frei. Ich drücke jetzt einfach mal auf Plus, dann erscheint hier eine kleine 1. Mhm. Das wäre Fahrstufe 1, kleinste Leistung, kleinste Endgeschwindigkeit, da fährt er so 12 km/h. Okay. 5 Maximum, da hat er dann seine volle Power, dann ist er richtig giftig und fährt 25 Stundenkilometer. Ich sollte jetzt nicht direkt Gas geben. Am besten fängst du in Stufe, ja, ich sag mal 2. 2, okay. Ist am besten. Ja. Ja, und das letzte ist Bremsen. Rechts die Vorderradbremse, steht auch nochmal drin. Und links die Hinterradbremse. So was würde ich mir an meinem Fahrrad wünschen, dass mir endlich mal einer hinschreibt, wo hinten oder vorne ist. Weil hier so ein Highsider macht keinen Spaß. Nee, es macht keinen Spaß. Deswegen würde ich dir empfehlen, bremst eher mit der Hinterachse. Okay. Da kann dir eigentlich nichts passieren. Okay, nice. Ja, und wenn du gleich losfährst, Füße aufs Trittbrett. Ja. Und ich würde vorschlagen, dass du vielleicht noch einen Helm anziehst. Oh ja. Ja, safety first, du hast vollkommen recht. Ja, dann ich hol dir mal einen Helm. Ich krieg noch einen Helm und dann geht's los.
So, hier, Tobi, dein Helm. Safety first, das ist ganz wichtig. Bitte mal anprobieren, ob der passt. Sehr gut. Passt! Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in die Richtung. In die Richtung? Ja. Also ich starte mal auf Stufe 2 erstmal. So, Offroad funktioniert schon mal. So, erster Versuch gelungen, oder Felix? Sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, aber Test bestanden. Das war ja nur Stufe 2. Ich gehe mal auf 5. Ja, dann. So, mal schauen. Jetzt geht's los. Ja, 5 merkt man schon. Also, wenn man auf Stufe 5 fährt, macht es schon ein bisschen mehr Spaß als auf Stufe 2, sage ich ganz ehrlich. Kann ich bestätigen. Nicht schlecht. Also, wer Fahrrad fahren kann, wer irgendwie mal auf einem zweirädrigen Ding saß, kriegt das locker hin, oder? Also, das war jetzt kein Hexenwerk. Man drückt hier aufs Gas, man fährt los und dann heißt einfach nur, vorsichtig ein bisschen Spaß haben. Und das Geile ist, was Felix ja schon gesagt hat, man kann ja auch einfach im Stehen fahren. Muss ein bisschen Gas geben. Guck, man kann einfach im Stehen fahren, kann sich hinsetzen. Wenn ich ein bisschen was gucken will, guck ein bisschen. Und wenn nicht, chill ich ein bisschen. Großartig. Sehr, sehr geile Idee. Sehr, sehr geile Idee. Ja, danke schön. Und wenn man mal richtig angeben will, ne? Ich bin ja so einer, der ist in München hier gerne mal auf der Leopoldstraße unterwegs. Ja. Da macht man einfach den hier. Willi. Den Reifen musst du bezahlen. Oh, okay, ich gebe den zurück. Sehr, sehr, sehr geil. Mega gut. So. Einmal mitten rein. Ständer natürlich. Und dann haben wir es abgestellt. Wow. Felix, ich bin begeistert. War gut, ja. So. Also, Styrion ist das Thema. Alles gefertigt in Köln. Seine Uni-Arbeit hat zu diesem Projekt geführt. Ein Hybrid aus E-Scooter und E-Bike. Wer sich das Ganze angucken will, einfach hier ins Außengelände auf der IAA kommen. Und dann im hinteren Bereich findet man den Felix. Und der wird nicht müde, das Ding zu präsentieren, vorzustellen. Und ich kann nur eins sagen, probiert's aus. Und das mache ich jetzt auch nochmal. Felix, dank dir. Gerne. Viel Spaß. So. Safety first, ihr wisst Bescheid. Also, kommt hier raus. Viel Spaß noch. Stufe 5 ist ja klar. Los geht's. Woohoo!